Kalera bewegt ihre Zunge so im Mund herum, als ob sie ihn überprüfen würde. Ist es das, was wir tun? Vielleicht scheint es nur so zu sein. Vielleicht ist es der einfachste Weg für deinen Verstand, es zu verstehen. Sie lächelt dich mütterlich an. Ich glaube, es ist eine äußerst gute Wahl. Ich muss verstehen, was mit mir geschehen ist. Sie nickt mit mitleidigem Gesicht, als ob sie ein Kind trösten würde. The world looks a little different than it used to, is that it? Feels like you're noticing things for the first time that have always been there. Du meinst, dass die Welt ein bisschen anders aussieht als sonst? Fühlt sich so an, als würdest du Dinge, die schon immer da gewesen sind, zum ersten Mal bemerken. Sie nickt. You have seen past the shroud. It only takes an instant. Your soul remembers, yes? Remembers how it sees when it leaves the body, like being reminded of a dream you had forgotten. You are a watcher now, and a watcher you will stay. Du hast hinter den Schleier gesehen. Es dauert nur einen Augenblick. Deine Seele erinnert sich daran, richtig? Die erinnert sich, wie sie es miterlebt, wenn sie den Körper verlässt. So als ob du dich an einen Traum erinnern würdest, den du schon lange vergessen hattest. Sie nickt wieder. Jetzt bist du ein Wächter und ein Wächter wirst du auch bleiben. Was ist denn ein Wächter? What indeed? Long hours have many animancers spent studying such things. Not I, though. Not I. I'll tell you what I know, though, since fair is fair. And here we are visiting, you and I, and it reminds me of better times. Ja, in der Tat, was ist das? Mit dem Studium solcher Dinge haben viele Beseeler lange Stunden verbracht. Ich aber nicht, ich nicht. Ich werde dir alles sagen, was ich weiß, das ist nur gerecht. Und hier sind wir beide also auf Besuch und er erinnert mich an bessere Zeiten. Souls pass on. Some say through Odra stones, which are the blood veins of the world. They leave the world for a time and are reborn into it. Sometimes more than they were before, but usually less and seldom the same. For all souls, there is a time where they do not live, yet have not passed on. And those souls roam the world, same as you or I. Either leaving or lost. But no one sees them because they have forgotten how. Die Seelen werden weitergegeben. Manche sagen, dass das durch Adrasteine geschieht, den Adern der Welt. Die Seelen verlassen die Welt für eine Weile und werden dann in sie wiedergeboren. Manchmal mehr als zuvor, normalerweise aber weniger und selten dieselben. Bei allen Seelen gibt es eine Zeit, in der sie nicht mehr leben, aber auch nicht weitergegeben wurden. Und diese Seelen streifen wie du und ich über die Welt, entweder im Aufbruch oder aber verloren. Niemand aber kann sie sehen, weil sie vergessen haben, wie das geht. A watcher sees, though, knows what to look for. And sometimes they know a person just by looking at them, know where they've been in ages past when their bodies were other bodies. See memories even their honor can't recall. A wonder to behold when all goes well. A wonder! Ein Wächter aber kann sie sehen. Er weiß noch, was er suchen muss. Und manchmal kennen sie eine Person nur durch bloßes Ansehen. Sie wissen, wo sie in der Vergangenheit, in vergangenen Zeiten waren, als ihre Körper andere Körper waren. Sie sehen Erinnerungen, an die sich selbst ihren Besitzer nicht erinnern können. Ein wahres Wunder, wenn alles gut geht. Ein Wunder. Was hast du mit dem, wenn alles gut geht, gemeint? Oh, nothing to be afraid of, I'm sure. It's just much to take in for some. Sometimes there's trouble sleeping or other difficulties. Oh, sehe nicht nichts, vor dem man Angst haben müsste. Für manche ist es einfach zu viel. Manchmal gibt es Probleme mit dem Einschlafen oder andere Schwierigkeiten. Sie lächelt dich beruhigend an und fächert ein Büschel langer Haare aus, die aus einer Wange sprießen. You should see old Meerwald. He could tell you much more than I. A watcher just like you. Helped many in his day. Took up in an old keep no one would claim. Not far, not far. Kadnua, beyond the Black Meadow. He will welcome the company. Angeregter Glanz zieht über ihre trüben Augen. Du solltest den alten Meerwald besuchen. Er könnte dir sicherlich mehr erzählen als ich. Ein Wächter so wie du. Er hat seinerzeit vielen geholfen. Jetzt hat er sich in einer Burg zurückgezogen, die niemand beanspruchen möchte. Nicht weit, nicht weit. Ketnua, jenseits der Schwarzauen. Die Gesellschaft wird er willkommen heißen.
Ich glaube, ich habe einen Biwak überlebt. Kannst du dir vorstellen, warum das geschehen ist? Did you now, dear? My, that would be something, wouldn't it? Could be luck, could certainly be. A storm can be a careless thing. Caldera schätzt dich mit einem dich einen Augenblick lang mit gelehrtem Interesse ab, bevor sie mit ihrem fröhlichen Verhalten fort wird. Wirklich, Schätzchen, na, das wäre aber was, nicht wahr? Könnte Glück sein, könnte wirklich so sein. So ein Sturm kann ein nachlässiges Ding sein. Or maybe it got its hands around your soul, but couldn't pick it up. A soul can be heavy if it stayed in one piece through its time. Strong souls, we call them in the trade. Cold, I mean. Cold them. Those days are all behind me, no? Oder vielleicht hatte er deine Seele schon in seinen Händen, konnte sie aber nicht hochnehmen. Wenn eine Seele im Laufe ihrer Existenz in einem Stück geblieben ist, kann sie nämlich ganz schön schwer sein. Üblicherweise nennen wir Experten sie starke Seele. Sie denkt über etwas nach und lächelt traurig. Nanten, meinte ich. Nanten, diese Tage liegen jetzt alle hinter mir, nicht wahr? Sagst du, dass Seelen im Laufe der Zeit auseinanderbrechen? Oh, yes. Entropy. Rimagan's work. We know little of why or how. We lose pieces of ourselves when we die and pick up pieces of others when we are born again, but less than what we lost. We try to stop it with the animantic sciences, but with little success. No, no. Oh ja, Entropie, Rimgrans Werk. Wir wissen wenig darüber, warum oder wie das geschieht. Wenn wir sterben, verlieren wir Stücke von uns selbst und nehmen bei unserer Wiedergeburt Stücke anderer auf. Aber weniger, als wir verloren haben. Wir versuchen es mit Hilfe der Besinnung aufzuhalten, aber wir hatten kaum Erfolg. Oh nein. A very small few resist Rimgrans influence and stay together through some force of defiance, at least for a time. But they all succumb eventually, I think. Nur sehr wenige können Rimgrans Einfluss widerstehen und durch eine Art trotzende Kraft intakt bleiben. Zumindest für eine gewisse Zeit. Letzten Endes aber kann keine von ihnen ewig standhalten, glaube ich. Sie schnalzt mit ihrer Zunge. Ich möchte mehr über dich wissen. Me? I'll bore you to tears, though. Mich? Sie schüttelt protestierend den Kopf. Ich werde dich aber zu Tode langweilen. Wer bist du? And here I thought you'd come to visit me in particular. Caldera de Baranzi, of the Valian Royal Academy of Animantic Sciences. Not the greatest of their number, but I came here all the same because this was where help was needed. Sie seufzt leicht, was einen Käfer aus ihrer Wange herausjagt. Und ich dachte, du hättest bewusst mich besucht. Mit einem vermeintlichen Knicks drehen sich ihre Arme steif nach außen. Caldera de Baranzi von der Königlichen Valianischen Akademie der Beseelung. Ich mag zwar nicht die beste von ihnen gewesen sein, aber auch ich kam hierher, weil hier Hilfe benötigt wurde. Was ist mit dir passiert? Sie lacht. Zwischen ihren buttergelben Zahnreihen hindurch entkommt ihr ein kratzendes, ersticktes Gacker, das ihren Kopf mit jedem Lachkrampf hoch und runter hüpfen lässt. Als sie deine ausdruckslose Miene bemerkt, fängt sie sich wieder. Oh, come now. Such a question. As though the answer were plain as a rope tied for strangling. Allow an old dwarf her last bit of cheer. Ach, jetzt komm aber. Was für eine Frage. Als ob die Antwort darauf nicht so einfach wie ein zum Galgenstrick gebundenes Seil wäre. Lass einer alten Zwerge doch ihre letzte Hochstimmung. Well, I came where I was needed, didn't I? Offered my services to Lord Radric for a pittance, a humble pittance. I was to examine the Lord's wife, see why the gods have seen fit to poison her womb. Studied her for months, looked high and low for impurities, tested her valence, the permeability of her essence. Do you know what I found? Nun, ich ging dorthin, wo ich gebraucht wurde, nicht wahr? Meine Dienste bot ich Fürst Redrick für einen Hungerlohn an, einen bescheidenen Hungerlohn. Meine Aufgabe war die Untersuchung der Fürstin. Ich sollte herausfinden, warum es die Götter für passend befunden hatten, ihren Leib zu vergiften. Oh, monatelang studierte ich sie, suchte mich dumm und dämlich nach Unreinheiten. Ich prüfte ihre Valenz und die Durchlässigkeit ihrer Essenz. Und weißt du, was ich fand? Erzähl es mir. Nothing at all.
A healthy woman, head to toe, blessed with a beautiful soul. Such a sweet woman, too. Meek, but warm-hearted. A few months' time, and the lord of the house demanded answers. For a time, I told him what he wanted to hear. Oh, yes, my lord. She is riddled with imbalances. I must have time to cure her. As the birth drew near, he grew impatient, as lords do. And this is where I've ended up. Sie schüttelte den Kopf. Nichts. Ich fand gar nichts. Eine von Kopf bis Fuß gesunde Frau, die mit einer schönen Seele gesegnet war. Noch dazu war sie so eine reizende Frau, demütig, aber warmherzig. Nach ein paar Monaten aber verlangte der Fürst des Hauses Antworten. Anfangs erzählte ich ihm noch, was er hören wollte. Oh ja, mein Fürst, sie ist voller Missverhältnisse. Ich brauche Zeit, um sie zu heilen. Als die Geburt nahte, wurde er immer ungeduldiger, wie es bei dem Fürsten so ist, und schließlich bin ich hier gelandet. Was ist ein Beseeler? A student of the soul. Something so basic, yet so poorly understood. But so many breakthroughs have been made in my lifetime. Had been made. Had been. To hear the locals tell it, we're a gang of soul manglers that preys upon the weak-minded. And the worst of us are. Ein Student der Seele, etwas so Grundlegendes, das trotzdem so wenig verstanden wird. Aber während meines Lebens sind so viele Durchbrüche erzielt worden. Sie kichert. Waren, meine ich. Waren erzielt worden. Wenn man die Einheimischen fragt, sind wir nur eine Bande von Seelenjägern, die es auf die geistig Schwachen abgesehen haben. Und auf die Schlimmsten von uns trifft das auch zu. But the best of us? The best? Inspirations. Miracle workers. My parents were soul twins. Miserable before they met, empty inside. It was an animancer who helped one find the other. Turned their lives around. You wouldn't believe the stories. Amnesiacs helped to remember their lives. The suicidal brought back from the brink of oblivion. The elderly afforded extra moments to say their goodbyes. How soon we forget when we're afraid. Aber unsere Besten? Die Besten? Erleuchter, Wunderwirker, meine Eltern waren Seelenzwillinge. Und bis sie sich trafen, ging es ihnen jämmerlich. Sie waren innerlich leer. Erst ein Beseeler half ihnen, zueinander zu finden. Er hat ihre Leben zum Besseren gewendet. Du würdest die Geschichte kaum glauben. Amnesiacs half dabei, sich an ihre Leben zu erinnern. Brachte die Selbstmordgefährdeten zurück vom Rande der Vergessenheit. Die Älteren nahmen sich extra Zeit für ihren Abschied. Oh, wie schnell wir vergessen, wenn wir Angst haben. It's a fascinating science. A fascinating time to be alive in a place like Deerwood that does not control the research, no? I loved the Valian Republics for many things, but their recent caution will leave them behind, I fear. Es ist eine faszinierende Wissenschaft. Ist das nicht eine faszinierende Zeit, um im Deerwald zu leben? Einem Ort, an dem die Forschung nicht kontrolliert wird? Ich liebte die Valianischen Republiken aus vielen Gründen, aber ich fürchte, über ihre Übervorsicht in letzter Zeit wird sie ins Hintertreffen geraten lassen. Ich habe noch andere Fragen. Of course, dear. Natürlich, Schätzchen. Okay, eigentlich habe ich nichts mehr, deswegen leb wohl. Goodbye, my dear. It was lovely visiting. Auf Wiedersehen, Schätzchen. Das war ein schöner Besuch. Kadira schließt ihre Augen, worauf ihr Kopf nach vorne über den Geigenstrick sinkt, und deine Umgebung scheint sich von einem unbekannten Warteort wieder in deine Wahrnehmung einzublenden. Talisa hat Schmelztiegel der Seele erhalten. Alof sieht ihn mit zusammengekniffenen Augen an. Bist du in Ordnung? Gerade noch schienst du verloren zu sein. Ich bin ein Wächter, sind wir mal offen. Seine hochgezogenen Augenbrauen ziehen sich unter seine Kapuze zurück. Nun, das ist interessant. Er grinst dich schlitzohrig an. Und das hat vermutlich etwas mit dem verhüllten Gestalt in den Ruinen zu tun, was? Auf jeden Fall weiß ich deine Aufrichtigkeit zu schätzen. Da wir zusammen reisen, ist es wahrscheinlich weise, dass wir diese Dinge miteinander teilen. Weißt du etwas über die Wächter? Nur, dass es nur wenige gibt und dass sie einzigartige Einsichten in bestimmte Seelenumstände haben. Er hustet, so wie du es gerade unter Beweis gestellt hast. Dann lass uns mal fortfahren. 17 and a half. Ja, mit Idea rede ich in der nächsten Aufnahmesession. Und ja gut, das sollte ich noch durchlesen. Ich kenne jetzt die Bezeichnung
dafür, zu was ich geworden bin, ein Wächter. Wenn ich mehr über dieses Leiden erfahren will, muss ich wohl einen Mann namens Meerwald in der alten Burg Ketnua aufsuchen. Ja, das kennen wir alles, der alte Wächter. Der Geist von Caldera de Barant, sie eines von Fürst Redriks ungesegneten Opfern, hat mich nach Ketnua geschickt, wo ich einen Mann namens Meerwald finden werde. Caldera hat mir gesagt, dass ich zu etwas geworden bin, das man einen Wächter nennt und dass dieser Meerwald ebenfalls ein Wächter ist. Vielleicht kann er mir mehr darüber sagen, was mit mir vorgeht. Ketnua befindet sich südöstlich von Goldtal hinter den Schwarzauen. Wenn ich mit Meerwald sprechen möchte, muss ich dorthin reisen. Also ja, da ist Ketnua. Da oben müsste irgendwo Redriks Schloss sein. Hier unten ist auf jeden Fall noch was. Da ist die Brücke. Also ja, ein paar Sachen haben wir noch. Aber jetzt erstmal Spiel speichern. Das wäre 002. Let's play 002. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.